In diesem Video zeige ich euch, wie ihr den Satz eures Manuskripts mit Microsoft Word einrichten könnt. Wir werden dieses Dokument Schritt für Schritt genauso umsetzen, wie ihr es hier seht, und dabei auf die wichtigsten Funktionen von Word eingehen, die ihr benötigt, um einen gelungenen Buchsatz zu entwickeln. Im Grunde ist Word nicht dafür gedacht, echten Buchsatz vorzunehmen, aber es ist trotzdem möglich, ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen. Alternative Programme, die speziell für Buchsatz entwickelt worden sind, wären zum Beispiel Adobe InDesign, Scribus oder Affinity Publisher. Aber diesmal widmen wir uns voll und ganz Word, und zwar in der Windows-Version von 2016. Okay, fangen wir ganz von vorne an und öffnen ein neues Dokument mit der Tastenkombination STRG N. Für dieses Tutorial ist es hilfreich, die Formatierungssymbole zu aktivieren, damit ein paar strukturelle Besonderheiten besser zu erkennen sind. Zu Beginn ändern wir erstmal eine Einstellung in Word, und zwar die Art und Weise, wie das Programm mit Seiten bzw. Doppelseiten umgeht, denn das ist beim Anlegen eines Buches wichtig. Unter dem Menüpunkt Layout im Bereich Seite einrichten klicken wir auf dieses Icon und wählen im Fenster Seite einrichten unter mehrere Seiten die Option gegenüberliegende Seiten aus. Wichtig ist, dass diese Einstellung für das gesamte Dokument übernommen wird. Man sieht zwar keine unmittelbare Änderung, aber diese Anpassung ist für die weiteren Schritte von großer Bedeutung. Jetzt richten wir die grundlegende Struktur des Dokuments ein. Hierbei ist es wichtig, den Unterschied zwischen Seiten und Abschnitten zu verstehen. Letztere, also die Abschnitte, umfassen zwar beliebig viele Seiten, trennen diese allerdings strukturell von anderen Abschnitten. Wir benötigen diese Trennung, um zum Beispiel später verschiedenartige Seitenzahlen nutzen zu können. Ich füge jetzt ein paar Seitenumbrüche ein. Entweder über Layout, Umbrüche, Seitenumbrüche, Seite oder mit der Tastenkombination STRG Enter. So, das sollte erstmal reichen. Der erste Abschnitt ist die sogenannte Titelei. Diese enthält für gewöhnlich den Schmutztitel, dessen leere Rückseite, den Haupttitel, das Impressum und zwei weitere leere Seiten. Der Übersichtszeit halber würde ich die jetzt einmal kurz benennen. So. Der zweite Abschnitt könnte ein Inhaltsverzeichnis enthalten. Um ihn von der Titelei zu trennen, füge ich einen Abschnittsumbruch ein, und zwar direkt nach dem letzten Wort auf der vorhergehenden Seite. Den Abschnittsumbruch füge ich ein über Layout, Umbrüche, Abschnittsumbrüche, nächste Seite. Da das Inhaltsverzeichnis möglicherweise zwei Seiten umfasst oder mit einer leeren Rückseite enden soll, füge ich noch einen Seitenumbruch ein. Und nach der letzten Seite des Inhaltsverzeichnisses einen weiteren Abschnittsumbruch. Auf diese Art und Weise haben wir Titelei, Inhaltsverzeichnis und den folgenden Textteil strukturell voneinander getrennt. Als nächstes fügen wir Seitenzahlen ein. Wir setzen den Cursor hinter das letzte Wort auf der ersten Inhaltsverzeichnisseite. Ich deaktiviere nochmal kurz die Formatierungssymbole, damit wir das folgende besser erkennen können. Nun wählen wir Einfügen, Fußzeile, Fußzeile bearbeiten. Hier deaktivieren wir zuerst die Option mit vorheriger verknüpfen. Dies hat zur Folge, dass der Abschnitt des Inhaltsverzeichnisses vom Abschnitt der Titelei getrennt wird. Denn die Titelei enthält traditionell keine Seitenzahlen und wir möchten erst im Inhaltsverzeichnis mit Seitenzahlen beginnen. Jetzt aktivieren wir die Option gerade und ungerade Seiten unterschiedlich. Das hat zur Folge, dass wir die Seitenzahlen auf gegenüberliegenden, also linken und rechten Seiten, unabhängig voneinander formatieren können. Wir fügen nun die erste tatsächliche Seitenzahl über Seitenzahl, Seitenende und zum Beispiel einfache Zahl 3 ein. Auf der ersten Inhaltsverzeichnisseite
ist nun die arabische Ziffer 7 erschienen. Da wir im Inhaltsverzeichnis keine arabischen, sondern römische Ziffern verwenden wollen, markieren wir die Seitenzahl und wählen Seitenzahl, Seitenzahlen formatieren. Im jetzt geöffneten Fenster ändern wir das Zahlenformat auf große römische Ziffern. Gegebenenfalls muss man hier nach unten scrollen, um sie zu erreichen. Da. Und wir lassen die Seitennummerierung nicht vom vorherigen Abschnitt fortsetzen, sondern neu mit Großrömisch 1 beginnen. So, das sieht schon gut aus. Wir wiederholen diesen Vorgang für die zweite Inhaltsverzeichnisseite, mit dem Unterschied, dass wir diesmal die Seitenzahl linksbündig ausrichten wollen. Zuerst nehmen wir die Verknüpfung mit der vorherigen Seite oder dem vorherigen Abschnitt weg. Die Option, dass gerade und ungerade Seiten unterschiedlich behandelt werden, ist noch aktiv. Jetzt fügen wir wieder am Seitenende eine einfache Zahl ein, diesmal allerdings linksbündig. Er hat schon die korrekte Formatierung, also die römische Ziffer 2, übernommen. Wir wiederholen die gleichen Schritte für den darauf folgenden Textteil. Diesmal mit dem Unterschied, dass wir tatsächlich arabische Ziffern benutzen möchten, aber nicht, wie hier von Word schon vorgeschlagen, mit Seite 3 beginnen, sondern, wie wir hier unten erkennen können, mit Seite 9. Das funktioniert, indem wir die Ziffer markieren, auf Seitenzahl klicken, die Seitenzahlen formatieren und nun beginnen bei ändern von 1 auf die tatsächliche Seitenzahl, nämlich 9. Okay. So, das hat wunderbar funktioniert. Würden wir jetzt weitere Seiten einfügen, müssten sie korrekt gezählt werden. Ich füge ein paar weitere Seiten ein mit Seitenumbrüchen, Steuerung Enter, scrolle hinunter und sehe, ja, von der 9 über die 10, die 11, die 12 wird jetzt wechselseitig durchnummeriert. Jetzt ist eine gute Gelegenheit, etwas Text einzufügen, den wir formatieren können. Ich nehme für diesen Zweck einfach etwas Platzhaltertext, den ich in die Zwischenablage kopiert habe. Wir begeben uns wieder auf Seite 9, die erste Seite, auf der unser Text beginnen soll, und platzieren den Cursor am Beginn der Seite. Mit der Tastenkombination STRG V füge ich den Text ein. Aktuell arbeiten wir noch im DIN A4 Format, das wollen wir jetzt zuerst ändern. Über Layout, Format, können wir am Ende der Liste weitere Papierformate auswählen. Hier lassen sich eigene Maße eingeben. Ich wähle beispielhaft 12 x 19 cm, das kleinste der BOD-Formate. Bitte daran denken, diese Änderung nicht nur für den aktuellen Abschnitt, sondern für das gesamte Dokument zu übernehmen. Okay, das sieht erstmal noch nicht so gut aus, weil die Schriftgröße noch viel zu groß ist und die Seitenränder noch nicht optimal eingestellt sind. Aber das ändern wir jetzt. Ich markiere den ganzen Text und gehe in den Bereich Start, um die Schriftart vom Standard Calibri auf zum Beispiel die Palatino Linotype zu ändern. Eine Schrift, die sehr gut geeignet ist für belletristische Inhalte. Die Schriftgröße ändere ich auf zum Beispiel vielleicht 9 Punkt. Das passt wahrscheinlich ganz gut zu dem gewählten Seitenformat 12x19. Ich zoome jetzt etwas näher ran, damit wir das besser erkennen können. Ja, das sieht wahrscheinlich schon ganz gut aus. Wir haben aktuell noch linksbündig ausgerichteten Satz. Das wollen wir ändern zu einem Blocksatz, damit alle Zeilen gleich lang sind. Das kann ich hier im Bereich Start, Absatz über diese Icons ändern. Ich wähle den Blocksatz aus. So, und jetzt sind die Zeilen schon mal gleich lang. Sofern noch nicht geschehen, aktivieren wir außerdem die automatische Silbentrennung. Hier an der rechten Kante ist zu erkennen, dass die Worte noch nicht getrennt werden. Über Layout, Silbentrennung, können wir hier die Automatik einstellen. Außerdem sollten wir definieren, wie viele Trennungen in Zeilen nacheinander kommen. Das geht auch über die Silbentrennung und die Silbentrennungsoptionen.
und hier unten lassen sich die aufeinanderfolgenden Trennstriche einstellen. Wir begrenzen das mal auf die traditionellen 3. Okay. Jetzt stellen wir noch die Seitenränder ein. Aktuell sind die noch sehr großzügig bemessen. Das können wir aber ändern. Auch im Bereich Layout über die Seitenränder lassen sich genauso wie bei den Formaten benutzerdefinierte Seitenränder eingeben. Hier haben wir die Seitenränder für oben, unten, innen und außen. Ich nehme jetzt beispielhaft, weil es gut zu dem Format passt, ca. 1,7 für oben, unten und innen und lasse außen zum Greifen etwas Platz mit 2 cm. Auch hier daran denken, das nicht nur für den aktuellen Abschnitt, sondern am besten für das gesamte Dokument zu übernehmen. Okay, das sieht doch schon viel besser aus. Bei der Gelegenheit würde ich auch gerade gerne nochmal die Seitenzahlen anpassen. Die sind nämlich auch noch Calibri formatiert. Dann nehmen wir genauso die Palatino Linotype und wir ändern die Schriftgröße auch auf 9 Punkt. So, das sieht schon besser aus. Das müssen wir auch für beide Seiten machen, denn wir haben ja auf geraden und ungeraden Seiten unterschiedliche Seitenzahlen eingestellt. Also wähle ich auch hier die Palatino Linotype in 9 Punkt Größe. So, das sieht schon sehr gut aus. Das Inhaltsverzeichnis soll davon vielleicht nicht betroffen sein. Ich denke, das sieht besser aus, wenn man hier eine serifenlose Schrift wählt. Da wechsle ich wieder zurück auf die Calibri. Da habe ich ein bisschen durcheinander geschaffen, eine Seite zu viel. So, das sieht wieder gut aus. Im Inhaltsverzeichnis haben wir eine serifenlose Schrift. Und im Textteil die zur Textschrift passende Serifenschrift. Jetzt möchte ich noch den Zeilenabstand einstellen. Das hatten wir noch nicht gemacht. Der ist aktuell standardmäßig auf 1 eingestellt. 1,5 sollte aber ganz gut aussehen. So. Eine Sache gibt es noch zu beachten. Falls der Text Absätze enthält, ich füge hier beispielsweise einen ein, dann haben wir einen Abstand zwischen den Absätzen. Das möchte ich verhindern. Ich möchte, dass ein neuer Absatz direkt in der nächsten Zeile beginnt. Das können wir einstellen für das ganze Dokument. Ich markiere alles. Und unter Layout Abstand vor und nach den Absätzen kann ich die standardmäßig eingestellten 8 Punkte auf 0 reduzieren. Jetzt beginnt ein neuer Absatz direkt in einer neuen Zeile. Super. Eine weitere Sache, die ich noch einstellen möchte, sind die Einzüge am Beginn eines Absatzes. Die erste Zeile des Absatzes soll leicht eingerückt sein. Wir markieren auch nochmal den ganzen Text und fügen einen Sondereinzug ein für die erste Zeile von vielleicht 0,4 cm. Das sollte ausreichen. Ja, das sieht doch schon sehr gut aus. Wunderbar. Auf diese Art und Weise haben wir mit Microsoft Word einen technisch einwandfreien und ordentlich gestalteten Buchblock eingerichtet, der sowohl eine Titelei ohne Seitenzahlen als auch ein Inhaltsverzeichnis und einen Textteil mit andersartigen Seitenzahlen umfasst.